Jetzt haben wir eine herrliche Erinnerung an all unsere Käffchengespräche am Telefon. Na gut. Hier, 27.07.2007. Ja, Oberamtsrat Alfred Clausen. Morgens, Alfred. Na, wie ist? Ich hatte heute Morgen schon richtig Stress, Hans-Werner. Ella ist ein Backenzahn rausgefallen. Ach, die Arme. Ich wäre beinahe über den Zahn gestolpert. Das steht da gar nicht. Der war mir heute bei den Proben eingefallen. Also, ich wäre beinahe über den Zahn gestolpert. Der lag einfach so vor unserer Badezimmertür. Gefühlte 6 Kilo schwer das Ding. Alfred, bitte, Ella ist doch kein Dinosaurier. Dann sind wir sofort zum Zahnarzt. Ich dem Typen Ellas Zahn in die Hand gedrückt und habe gesagt, da, bau wieder rein. Ja, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht einen alten Zahn wieder einsetzen. Ja, das weiß ich jetzt ja auch. Und hat Ella eine Krone bekommen? Nee, viel zu teuer, sag mal. Der Zahnarzt wollte sogar eine Goldfüllung machen. Ja, genau, und dann mit Keramik verblenden. Ich sag, pass auf, Zahnarzt. Ich fahr zum Baumarkt und hol Zement. Nee. Ja, ich hatte noch Bonuspunkte auf meiner Max-Bar-Card. Alfred, Zement, das ist ja der blödeste Vorschlag, den ich jemals gehört habe. Ah, nun beruhig dich. Wir haben es jetzt auch anders gelöst. Und wie? Na gut, es sitzt nicht ganz perfekt. Wie habt ihr es gelöst? Und wir können jetzt auch nur noch einzeln aus dem Haus. Verstehe ich nicht. Du kennst doch Fahrgemeinschaften, oder? Nee. Ella und ich haben jetzt eine Zahngemeinschaft. Dringendes Erklärungskäffchen. Bingo! Hier, guck mal. 19. September 1999. Ja, Oberamtsrat Alfred Clausen. Dorgens, Alfred, da die Dis. Hans-Werner, geht's dir gut? Direkt. Davidist dam Telefon. Du redest so komisch. Hast du einen Knall oder was? Dich diele das D-Deal. Du machst was? Dich diele das D-Deal. Ich spiele das D-Spiel. Ach so, klar. Du spielst das D-Spiel. Ist eine Erfindung von Gertrud und mir. Dir dagen dalle Dorte dit D-Torn. Also alle Worte mit D vorne. Genau. Dir dinden das super dummisch. Ihr findet das super komisch. Genau. Dir dönden uns Deck schmeißen dort dachen. Hans-Werner, jetzt beruhig dich und komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Gut gist gauch gas gegil. Ruhig jetzt. Sitz! Mach doch auch mal mit. Wir zwei spielen mal das P-Spiel. Und wer zuerst aufgibt, muss dem anderen das erste Käffchen spendieren. Pomp, Alfred, bitte Pachpit. Paput. Piel, Pier, Pass, Pepil. Pön. Papa, Pass, Poll, Pass, Pring. Pass, Punt, Preude, Pone, Pende, Pute, Pappwechslung, Pompiro, Palta. Nee, das wird zu flach, ich gebe auf. Das Käffchen kommt von dir. Käffchen Kai Kier? Kakut, Kingo. Und? Was und? Naja. Was naja? Naja, machst du dir keine Gedanken? Worüber soll ich mir Gedanken machen? Ja, ob das alles so richtig war, was du hier auf Erden gemacht hast. Warum soll ich mir jetzt darüber Gedanken machen? Weil es jetzt mit uns zu Ende geht. Ach ja. Ja. Na gut, was soll ich sagen? Also, der liebe Gott, der kann schon verdammt stolz auf sich sein, nicht? Ich meine, selten ist ihm eine Kreatur so genial gelungen wie ich.
Ob optisch oder mental. Einfach genial. Einfach perfekt. Ja, da hat der liebe Gott einen guten Tag gehabt. Da ist er morgens aufgestanden, Hans Werner, hat in die Hände gespuckt und hat gesagt, so. Heute baue ich mal einen ohne Antriebswelle. Und da hatte er uns Beamte erfunden. Nee, das hat er nicht gesagt. Nicht. Der liebe Gott ist aufgestanden, hat in die Hände gespuckt und hat gesagt, so, heute, also heute, da mache ich mal was ganz Großes. Ella. Ich ignoriere das einfach mal. Und dann hat er eine Rippe genommen, hat angefangen zu schnitzen. Und langsam entstand ich, Oberamtsrat Alfred Clausen, eine Mischung aus Würde und großherrschaftlich, eine Melange. Melange. Ja, die auch. Und der liebe Gott hat hin und wieder mal innegehalten und hat sich mit Abstand und verschränkten Armen hingestellt, hat sein noch nicht vollendetes Werk betrachtet und gesagt, oho, wow. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Oh. Und im Gegensatz zu anderen hat er sich mit mir auch einen Tag länger Zeit gelassen und hat geschnitzt, gehobelt, geschliffen und lackiert. Und als ich fertig war, hat er einen großen Empfang gegeben und alle wollten mich mal anfassen. Sicher. Doch, so war das, Herr Zwerner. 4 Tage hat er für mich gebraucht, der liebe Gott. Am ersten Tag hat er mich angefangen, am zweiten Tag fertiggestellt und am dritten hat er mich zur Erde geschickt. Und am vierten? Was am vierten? Ja, du sagtest doch, es hat 4 Tage gedauert. Ach ja, am 4. Tag hat er meine Späne zusammengefegt und dich daraus geklebt. Das doch nicht. Was denn? Ich meinte eigentlich was anderes. Naja, gibt's da nicht etwas, das du noch gerne zu Lebzeiten gemacht oder erledigt hättest? Naja, nicht erledigt haben wir beide in unserem Leben ja schon genug. Alfred, du weißt genau, worauf ich hinaus möchte. Du hast recht. Da gibt es wirklich etwas, was ich in meinem Leben gerne etwas anders gemacht hätte. Ja komm, jetzt kannst du es mir doch anvertrauen. Hans Werner, ich wäre doch hin und wieder gerne... Ja? Ich wäre hin und wieder schon ganz gerne doch etwas netter zu Ella gewesen. Oh. Aber dafür ist er jetzt zu spät. Dafür ist es nie zu spät. Wenn du es wirklich willst, dann kannst du es jetzt machen, in diesem Augenblick. Nimm mein Handy und ruf sie an. Sag ihr, dass du sie liebst und dass du es bereust, dir das nicht häufig genug gesagt zu haben. Meinst du wirklich? Na klar. Hast du ihre Nummer? Kurzwahl 9. Kurzwahl? Das hätte besser zu Gertrud gepasst, oder? Ach, jetzt mach, bevor es zu spät ist. Hier, wähl du mal für mich. Ich kann das nicht mit der Kurzwahl. Bitteschön. Ella? Ja, ich bin's, Alfie. Was? Die Nummer? Ja, das ist Hans Werners Handy, deswegen die andere Nummer. Ja, warum ich anrufe. Ella, bevor die Welt untergeht, möchte ich dir gern noch etwas sagen. Raus damit, Alfred. Ella, ich... Ella, ich liebe... Gut. Ella, ich liebe... Ja. Ella, ich liebe... Komm. Ella. Ella, ich... Ich liebe deinen Hackbraten. Was war das denn? Es tut mir leid, ich wollte es wirklich sagen, aber dann konnte ich es wieder nicht. Emotionen, das ist nicht mein Ding. Wäre sie jetzt hier, dann könnte ich ihr das Lied singen. Welches Lied? Na, Ellas Lieblingslied. Das trage ich doch als Talisman immer bei mir. Hier, Ellas Lieblingslied. Schwere Noten. Ist der dir auch während der Pause eingefallen? Ich denke, das kann ich spielen.
Und der Text ist ja wirklich wunderschön. Weißt du was? Was? Ich spiele und du singst es Ella am Telefon vor. Doch, was für eine tolle Art, ihr zu sagen, was du für sie empfindest. Und dieses Mal keine Scherze, okay?